Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Detlef and Friends. Und es geht weiter mit dem Bolzenwolle. Hallo. Hi. Mensch, das waren ja bezaubernde Runden letztes Mal. Mal gucken, ob es jetzt besser wird. Ich würde sagen, ich nehme mal was richtig, richtig schlecht ist. Also, wenn das wieder so kacke läuft, wir nehmen die nächste Runde bitte in anderen Server. Träumchen, das ist ja ein Träumchen. Also wir spielen zurzeit auf PL1. Vielleicht wird es ja auf PL2 besser. Ich wäre dafür die Firma PL3 ein. Da kommen dann die richtigen Bobs hin und da fahren wir dann. Dann können wir abfahren. Mann. Rechts fahren. Da komme ich mit. Schlachtergasse brauche ich mich nicht mit denen rumbrühen. Gerade weil wir so viele haben, die schieben mich bloß weg. Ich kenne noch meine Pappenheimer. Oder so, genau. Das ist auch drin, Rico. Muss man heute Abend. Musst du dir mal angucken. Da ist die Szene auch mit drin, wo der Dings, der Jagdtiger war es, glaube ich, ne? Den Emil nach vorne schiebt. Als Deckung auf Feuriger Bogen. Weltklasse. Oh ja. Da hat er auch Glück gehabt, der Papa. Also der Prot, das ist hier der Grinder, wa? Ja, der Jagdpanther auch. Ah, ich mach einfach mal mit. Ab in die Garage. Der ging voll durch ihre Panzerung. Das muss wehtun. Na, Berg ist gewonnen. Jetzt kann man schon fast ein bisschen Druck machen. Ach, jetzt schieße ich am Objekt 140 vorbei. Nee, nee, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Doch. Den E4 hast du gesehen, ne? Ja, ja, ich stehe hier in der Ecke. Ah, okay, okay. Hast du da gerade hin, wo ich hin wollte? Guckt der zu dir oder zu mir? Zu mir. Er will mir jetzt eine geben. Herrlich, herrlich! Snappy des Todes! Besser hätte ich es nicht, haben können, ehrlich.
der CDC noch da oben. Nope. Aber die Grille hätten fast noch umgebracht. Ja, ging, Mensch. Dafür, dass wir Lot hier waren, war es ganz gut. Ein bisschen teuer, aber... Ja, ein bisschen Pluszeichen immer. Oh, gut gemacht. Der Führungsstab äußert seine Dankbarkeit für 14.000 Siege. Glückwunsch. Meine Garage aktualisiert gerade Fahrzeuge. Na dann aber mal Rucki-Zucki. Wollen wir gleich auf 2 gehen? Willst du, da leckt's, finde ich persönlich noch mehr, aber können wir machen. Lock dich ja, gleich auf 2 ein. Ja. Ich muss sagen, vorhin war es auch schon wieder so. Es hat so geleckt. Also, guten Ping, aber wirklich so Sprünge. Den Tag hatte ich es auch so, dass ich, immer wenn ich vorwärts gefahren bin, hat es geleckt, so dass ich noch eine Sekunde weiter vorwärts gefahren bin. Ja, genau dasselbe. Ja. Und das ist natürlich, ja, dann kriegst du halt die Kölle, ne? Kannst halt nicht reagieren. Kannst du machen nichts, musst du sterben schnell. Also, Lass du mal wieder. Ich bin noch angemeldet, also muss ich erst. Achso. Kannst mich ändern. Dann machen wir's so. Einladung ist raus. Ich muss sagen, seit ich die Lampe auf dem Scorpio drauf habe, lässt er sich deutlich entspannter fort. Komisch. Ist wie beim Leo, da waren auch nicht mehr viel Platz nach oben. Ich glaube, der Leo war's. Na, ich gleich Dings erforscht. Nee, stimmt gar nicht. WZ war's. Weil, bevor ich dann die Crew wieder auf dem 8er so niedrig habe, von der Erfahrung, habe ich gedacht, ach, vorstell dir wenigstens die Leuchte und dann bist du da glücklich. Scout im 8er Bereich ohne Leuchte, ne, da kannst du Schiss sagen. You? Was ist das denn? Ein Ziel? Was ist denn ein Ziel? Sag mir ja gar nichts. 13 Saal. 13 Saal ist auch schön. Du fährst bestimmt hier runter und sniperst nach links, korrekt? Mach da. Haben wir YOLO? Ja, da ist ein M6, ein UI, das sind die Grinder. Oh, was? Die wollen unbedingt. Wo sind die, dieses hässliche? Ach, da hinten steht's. M6 A2 E1. Na, oh, ist schon wahnsinnig hässlich. Ich weiß, also Wargaming sieht wirklich so aus, als wollten die gerade mega viel Kohle machen. Die bringen ja nur Heavys raus. Und das auch gute. Ja gut, der ist jetzt nicht gut. Naja doch, durch seine Panzer. Ja, die Panzerung. Die ist schon wieder sehr gut, die Panzerung. Macht keiner den YOLO-Move des Todes? Nö. Oh, vielleicht hat der E25... Ach ne, ich hab Schere drauf. Müsste ich eigentlich vorfahren. Mir stehen so viele Bäume, das ist doch eigentlich ähnlich. Yam 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 yam. Boah, guck da hinten, die Heavys. Ach, jetzt soll ich hoch. Ich fahr hoch. Oh, oh, ich, oh, ich. Hast du ihn gerade gebalanced? 589. Das ist wirklich balanced.
Weiß gar nicht, was ist ein Max mit dem Ding? Es ist schon fast Max gewesen, ne? Jetzt bist du so leise, warum bist du jetzt so leise? Ich hab nichts gemacht. Jetzt geht's wieder. Dann das Mikro ein bisschen näher an den Kuchen nehmen. Was, sonst warst du eigentlich durchschnittlich ganz gut laut und jetzt bist du so. Ach, hier steht ja schon alles. Ach, das ist doch auch scheiße. Ich hab Kacke gebaut. Ich werde hier gar nicht benötigt. Aber hier wirst du benötigt. Naja, ich komm schon. Give me dope, Joanna. Give me dope, Joanna. Balance. Zack und weg. Zack und knack, Junge. Nee, knack und pack. Ja. Der hätte auch mal platzen können. Nein. Nein, ich hab fast keinen Schaden gemacht. Nein. Die sind hier so schnell geplatzt, das war ja schön ekelhaft. Ja. Ich habe auch mal eine schöne Runde, lass mich. Ja, du hast vorhin schon eine TVP-Runde, die geil war. Hat ja wohl erreicht. Ja, eine. Und dann? Ja, und? Der Rest mit dir war alles Müll. Ja, dafür kann ich auch nichts. Ich hatte genauso eine Müllrunde. Ach, Quatsch. Nein, trau dich, trau dich. Nein! Oh, und der darf nochmal abschmatzen. Oh, schön abgeschmatzt. Ja. Naja, wenigstens noch ein kleiner Schmatzer. Ja, 3 Kills und minimal Damage läuft. Ich hab nur 2 Kills. Zum Glück hat der letzte nochmal getroffen. Ja, dafür durftest du abschmatzen. Also, 4 Damage reicht jetzt auch nicht. 4000 reicht ja wohl. 6 sind drin, also A6, ich hatte schon 4, 5, 6 Runden mit 6000. Man kann nicht alles haben, man. Doch. Doch. Und ich will viel davon. Ja, vielleicht war es doch gar nicht so verkehrt zu wechseln. Naja, auch wenn die mehr Heavies haben. Aber dann haben wir 2 Scorpions. Wollte ich gerade sagen. Die auch. Die können auch mal austeilen. Wir können ja in der Mitte gleich mal austeilen. Wenn sie rüberfahren, schon mal 2, 3 rausnehmen. Ja, es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, wenn die Su 100 M1 sich da auch noch hinstellt, dann kannst du schon so heavy rausklimmen. Wo ich jetzt hin? Also ich lade auf jeden Fall die erste schon mal HE. Achso, also fährst du rechts erstmal, oder? Ja, vielleicht haben wir ja einen YOLO-Scout. Weißt du, der da hinten einfach mal durchdödelt. Also ich bleib jetzt erstmal hier vorne auf der Ecke stehen. Ja, ich will rechts auf die rechte Ecke. Hm? Also geradeaus und dann rechts rüber.
Also wir haben jetzt zig Scouts, ja. Und ich mache den 121 auf. Tja, die sind auf jeden Fall schon mal alle runtergefahren. Rico, wir müssen. Willst du nicht abschmatzen so ein bisschen? Ja, gleich. Ich hoffe ja, hier ist noch was zum Abschmatzen. Oh, Tiger 1, auf den würde ich auch gerne abschmatzen. Oh, 550 auf den Scorpion. Mm. Ah, die gucken jetzt hier natürlich her, das ist kacke. Ich bin gerade gebounced am FCN. Oh, ich kette ihn, genau. Alter, 388 auf eine IS-6? Du, wir bräuchten die Hilfe und die sind fast alle One-Shot, Rico. Ja, ich bin ja gerade selber in einer prekären Situation. Ich bin tot. Ja, da habe ich mich wieder in die Lage gebracht. Kannst du dich auf den Tiger abschmatzen, sag mal? Hab ich eben schon. Aber jetzt kommen sie hier. Ja, wir unbedingt auf mich. Die anderen auch, ne? Ja, Deppen, ey! Oh. Mann, einmal hätte noch abschmatzen. Ich habe mich da in der Lage gebracht. Die war kacke, sagst du? Sehr. Hm. Der Mutz ist auch was so. Der Super Pershing, Mann. Ey, er hatte so eine geile Position gegen die ganzen Penner. Und jetzt fährt er mitten zwischen den Panzern, aber die sind auch alle. Guck dir das an. Fing, fing. Was? Ja. Ach, geil. Ja, werden wir aber noch gewinnen. Die sind alle low-bop. Low-bop. So, sagst du, schöne Runde 10er, Mensch. Das hat ja heute schon so gut funktioniert. Na dann bin ich dabei. PL1 sind auch viel mehr, sind doch einige mehr Member drauf. Vielleicht deckt es deswegen gerade. Was fährst du denn? Eine Bretschett. Eine richtige Bretschett. Also ich würde gerne an D7 ranfahren. Ja, dann düse ich einen Berg hoch. Ich glaube so nicht, dass da viel kommt. Wobei ich aber auch sagen muss, ich wäre auch gerne links hingefahren, ne? Und da hättest du mit deinem Turm super wirken können, weil die Heavys werden da runterfahren. Und da kannst du schön... Ja, das habe ich eben gesehen, wie schön ich da kann. Ja, aber jetzt könntest du. Ist auch nur Badget Arty, das heißt, wir haben erstmal 70 Sekunden Ruhe. Ich ziehe erstmal mein Ding durch. Komm. Okay. Okay.
Alleine werde ich davor retten, gehe ich von aus. Oh, du könntest auch mit mir. Ja, aber wenn sie da unten einmal die, wenn sie das Schloss haben, dann haben wir keine Chance mehr zurückzukommen. Also dann wird es auf jeden Fall schwierig. Auch wenn ich da oben gerne gedrückt hätte, aber ich, na, ich weiß nicht, ob da viel kommt. Es kann auch ganz anders laufen, aber wer weiß. Who knows, who knows? Nobody knows. In your face. Guck mal, hier stellen sich schon auf, um abzuschmatzen. Vielleicht irgendwen bei der... hier wieder daneben holte. Na, jetzt kommen sie und wollen mich ficken. Aber ich will nicht gefickt werden, ihr kleine Bastarde. Alter, 50B? Ist das euer Ernst? Jetzt werde ich hier gefickt. Ach ja, Alter, der WZ schießt mir das Amurek raus, ey. Das war wieder glorreich. Ach. Puh, gegen eine Maus kämpfen wird ja auch lustig. Da so viel kommt, da kamen sie alle. Der Leopard eine schöne 1300 eigentlich. Ich wollte gar nicht Hilfe, ich wollte nachladen anzeigen. Die könnte ich jetzt so wegficken alle, ne? Du müsstest mal der Arti helfen. Also bei der Arti unten rein? Ne, kommt nicht. Ne, Arti, das ist jetzt aber blöd, was war das? Schönes Ding. Nee, das war schön, wirklich. Schön fahren. Na, die sind auch alle ziemlich low, ne? Das ist machbar auf jeden Fall.
Frage ist nur, von wo kriege ich sie am besten? Ich würde fast bauen von hier. Ja, ich lade gerade. Dann wäre ich aber wieder oben auf dem Hügel gefahren erstmal. Weil von hier kannst du von allen Seiten beschossen werden. Wow, jawohl. Eins für mein Video. Weltklasse. Die Bad Shit ist runtergefahren, ey. Na, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich stehe artig safe. Der Prott. Die Art jetzt versaut. Die Art jetzt versaut. Scheiße, ey. Aber eine schöne 1300. Die stand bei G0. Da hinten stand sie. Wer kann denn damit rechnen, dass sie bis da runterfährt? Mann, Mann, Mann. Super verlegt. Hat sie gut gemacht. Aber dagegen kann ich mich nicht wirklich wehren. Ich weiß nicht. Ich muss mal ganz kurz das wegsortieren. Aber wir können ja schon mal reinklicken. Ein Metall haben wir gewonnen. Sehr schön. Noch eine kleine Runde. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Da ich mir jetzt auch den Ruh holen will, weißt du? Mhm. Schönes Fahrzeug. Stock leider nicht, aber ausgebaut. Ba-ba-ba-da-ba-bam. Tja, auch hier. Der Spotter gewinnt das Spiel. Na, wir haben Elk. Wenn er gut ist, dann ist er unbesiegbar hier. Weil er so flach ist, das ist... Pff. Die haben schon mal V-Tor drin. Also Dr. Killer wird irgendwo hinten stehen, an der Red Line. Unser Ilk hat nicht mehr gern mag, also... Wobei der Chieftain wahrscheinlich nicht mal hinten stehen wird, weil er keine Arti... Er hat keine Arti. Da ist er ja safe. Ganz starker Schuss. Ganz starker Schuss. Und jetzt ist er gekettet. Genau. Oh, mega leck. Ich hab drauf gedrückt und 2 Sekunden später ist der Schuss rausgeflogen. Läuft. Jawohl, Jagd 8-8er. Spotter. Oh, irgendwer hat schon hingeschossen, ne? Ja, bei dir. Blind. Komm, noch Schüsse bei mir. Snippy. Abschmatzen. Hm. Jagd, ach da, ich vertraue dir. Wo ist der Elk? Das ist eine gute Frage, wo ist der? Und ich schieß daneben. Ich auch. Der hat, glaube ich, schon eine von mir gekriegt, ne? Im Busch oben, da habe ich einmal blind reingeschossen. Gekettet. Und ich treffe ihn nicht.
Ja, ich wollte ihn nicht ketten, ne? So, der Schaffi ist noch da. Der ist oben auf dem Berg. Du bist aber dämmen mutig. Die scheiß IS, ne? Hätte ich dir vorher sagen können. Na, ich hätte nicht gedacht, dass er nochmal hochguckt. Jetzt wissen wir schon mal, was da hinten steht. Ein T-28 Prot, der mit Gold schießt. Und ein Scorpion G. Und der Scorpion G hatte glücklicherweise ein Logo. Der T-28 leider nicht. Weißt du, was ich mir mal so überlegt hatte? Um die Gold-Ammo, ja, so ein bisschen zu relativieren, der einfach weniger Schaden geben. Das könnte man machen. Dass du, was weiß ich, weniger Schaden machst. Aber dann würde die keiner mehr nehmen. Ja, genau. Und das kommt also ja nicht Wargaming. Das kommt ja Wargaming nicht entgegen. Die Möglichkeit besteht ja dann immer noch, Gold zu nehmen, aber. Ich liebe mich, ey. Das ist ein Frack davor. Ja, ja, vom Kombi. So, drüben sind sie durch. Das war's drüben. Tiger P ist auch gleich weg. Der Schief Ten räumt auf. Ja, wir werden hier das Game verlieren, weil wir hier rumstehen. Und alles nur, weil die IS da ist und spottet, ey. Es ist zum Kotzen. Tja, wahnsinnig langweilig so. Scheiße, ey. Ach, scheiße. Jetzt warte ich nach. Der Jagdpanther müsste nur hochfahren, ey. Nur mal ganz kurz.
Und ich schieß daneben. Und ich gehe auf. Ich bin tot. Schönes Ding, ganz wichtig. Ich hol mir mal den Scorpion. Au. Ist auf. Au. Au. Du hättest hier nicht zu ihnen sein. Ich sehe sie nicht mehr. Aber der Udes macht auch nichts auf, ne? Nee. Ich sehe aber auch nicht, was er für Module drin hat. Ich weiß nicht, wie ihr das hinkriegt, dass ihr das seht. Jackson links noch. Ist das irgendwas in der Einstellung machen? Ich glaube nicht. Schade. Ist ja wahrscheinlich, wenn du da nicht weggefahren wärst, was du noch machen können, wenn der stirbt, da der Skorpion. Ja. Aber ich dachte mir, gut, holst du den T-44 jetzt auch raus, hast du. Ich bin gar nicht auf hier. Brottfolie. Wie gehe ich bitte schön durch den Brott auf? Das muss mir mal einer erzählen. Bewegung. Ja, aber war Doppelbusch direkt vor mir. Plus, dass ich einen guten Carbo-Wert habe und zwar keine 50 Meter. Kion. Guck dir wieder dieses Useless-Team an. Läuft. Gerade der Elk. Wie fährt der Spot? 0. Vielleicht mal gucken. Nein! Oh mein Gott. Hast du alles mit dir? Nee, wir kommen zum Ende der Folge. Musst du dir die Folge angucken, wenn du es sehen willst. So, ja, danke, dass ihr zugesehen habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüssi. Tschüss.